Wer schon einmal da war, der wird sie gleich wiedererkennen. Die typische Serenademischung aus Akrobatik, Gesang und Tanz. Und das in freier Natur im wundervollen Ambiente des Optikpark Rathenow. Wir haben ja im Park überall Künstler verteilt. Das geht von Akrobatik bis hin zu klassischer Musik. Und das natürlich verbunden mit Kerzen und Fackellicht ist natürlich bei besonders schönem Wetter wie heute was ganz Besonderes für die Menschen. Und es ist ein romantischer Abend. Man sieht auch viele junge Leute im Park flanieren und das macht es eigentlich. Im sechsten Jahr ihres Bestehens ist die Serenade unterm Sternenhimmel ein echter Publikumsrenner geworden. Und so musste man unter den über 5000 Besuchern nicht lange nach dem berühmten positiven Echo suchen. Die Beleuchtung, das Essen, die kleinen Snacks immer so unterwegs und die Menschen sind alle fröhlich. Wir waren schon öfter hier und genießen jedes Mal dieses Flair und diese hohe Kunst. Das ganze Ambiente ist toll hier. Sie ist das erste Mal da? Gemacht, ja, das erste Mal. Obwohl wir ganz in der Nähe wohnen. Aber wir sind total begeistert. Super. Warum? Weil es einfach fantastisch ist. Gucken Sie mal, das ist ein wahnsinniges Licht am Meer. Und das Rathenow. Rathenow, die Stadt der Optik. Weil die Stimmung schön ist, die Kerzen, die Musik. Steppen haben wir gerade noch gesehen. Richtig schön. Bin schon jedes Jahr hier gewesen und heute ist wunderbares Wetter, kein Wind. Ja, ganz nett, sehr nett. Wir freuen uns vor allen Dingen auf das Babelsberger Filmorchester. Das Deutsche Filmorchester Babelsberg unter der Leitung ihres Dirigenten Scott Lawton war der Höhepunkt der diesjährigen Serenade. In einmaliger Atmosphäre sprang die Spielfreude des Orchesters schnell auf das Publikum über. Die Bilder des Abends sprechen für sich. Wir haben ein großes Repertoire von Konzertante Filmmusik und es gibt einige Titel heute Abend, die zu einem harten Kern gehören, was wir eigentlich häufig spielen. Aber ich muss auch beichten, es gibt einen Titel, was ich zum ersten Mal heute dirigiere. Also es gibt eine Musik aus dem Film Alien von Jerry Goldsmith, für mich eine Premiere. Eine Premiere war es auch für das Filmorchester Babelsberg auf der Serenade unterm Sternenhimmel. Von der Stimmung im Optikpark ließ man sich sofort anstecken. Das Wetter ist wie heute. Können Sie das ruhig pausenlos machen. Leider gibt es keine Garantie drauf. Heute ist fantastisch. Und wenn man heute die Frage stellt, kann heute die Antwort nur lauten, weiter so, das ist fantastisch. Let us know, let us know, let us know.
Kreativität unserer Mitarbeiter hat ja keine Grenzen. Also da wird schon wochenlang an den Requisiten gebastelt und Kulissen werden im Park verteilt. Und jeder ist hier im Einsatz und freut sich natürlich, wenn möglichst viele Menschen kommen und letztendlich auch die Serenade eine gute Kritik bekommen. Es ist schon beeindruckend, was im Optikpark Rathenow alljährlich auf die Beine gestellt wird. Dabei war der Anfang einst ganz bescheiden. Wir haben 2006 eigentlich mit einer normalen Lichternacht angefangen und wir haben gemerkt, welches Potenzial darin steckt und haben letztendlich auch immer wieder neue Künstler gewinnen können, die von diesem Ambiente hier auf dieser Havelinsel angetan waren. Und wir haben da schon ganz tolle Künstler hier gehabt und natürlich bei Mondenschein und Fackellicht eine Harfe an der Havel zu hören, ist ja auch was besonders Anregendes. So ist die Serenade längst erwachsen geworden und erfreut sich auch außerhalb Rathenows wachsender Beliebtheit. Wir merken das schon, dass mehr und mehr diese Veranstaltung auch durch unsere Medienpartner außerhalb beworben wird und dass die Menschen herkommen. Wir stellen es fest an den Autokennzeichen auf dem Parkplatz und unsere Mitarbeiter haben das mal so ein bisschen registriert. Inzwischen überraschenderweise sehr viele aus Potsdam. Country road, take me home. Ist bei so viel Stimmung und Publikumsgunst eine Steigerung überhaupt noch möglich? Wir bauen ja vom Schwedendamm zum Weinberg eine wunderschöne Brücke, eine über 330 Meter, die ja auch dann als Spielort gelten wird, weil die hat dann auch Sitzstufen in ihren Bögen. Und die wird auch ein besonderes Beleuchtungskonzept bekommen. Diese Brücke hat natürlich dann ein wunderbares Potenzial, eine Ergänzung. Und dann können wir natürlich den Weinberg mit einbeziehen. Also dann können wir es locker auch auf 30.000 Besucher schaffen. My legs feel like
like a storm I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of slip this.